Hallo ihr Lieben, mein Name ist Raphael Hagemann, ich bin 31 Jahre alt, komme aus der Lüneburger Heide. Ich züchte Brieftauben, seit ich 12 Jahre alt bin. Das alles habe ich damals übernommen von meinem Großonkel, weil der damit schon angefangen hatte und aufhören wollte und dann habe ich angefangen. Ja ihr Lieben, ich habe mich dafür entschieden, bei der Aktion mitzumachen, des Verbandes Deutscher Brieftauben, weil ich es für sehr gut empfinde und es sinnvoll ist, über diese Sache neue Mitglieder zu werben und sich da so ein bisschen für einzusetzen, für sein Hobby, was man liebt. Ich werde euch jetzt ein bisschen zeigen, was man bei der Haltung von Brieftauben beachten muss und auch sagen. Also, wie ihr hier seht, bin ich schon mal in einem Taubenschlag, wo ich meine Jungtauben habe. Jeder Züchter, Neuanfänger, sollte sich einen Stall bauen erstmal, wo er die Tiere drin halten kann. Da sollte ein Dach drauf sein, geschlossener Raum mit einer schönen Lichtquelle, dass die Tiere Licht haben, weil Licht, Luft und ja, das ist Leben. Das sollte soweit sein. Im besten Falle noch eine Voliere mit einem Einflug, wo sie rein und rauslaufen können. Ja. Zum Beispiel ich selber mache es so, ich habe Rosten bei mir im Taubenschlag, wo die Tauben ihren Kot absetzen können durch, dass man nicht jeden Tag sauber machen muss. Ich mache es einmal die Woche. Viele Sportsfreunde machen es auch so, dass sie jeden Tag sauber machen. Die haben nur Holzboden, den kratzen sie dann mit einem großen Spachtel ab. Aber dafür reicht meine Zeit nicht. Da möchte ich lieber die Zeit dabei verbringen, mit den Tieren rumzuspielen und eher weniger, dass ich da jeden Tag sauber mache, weil ich natürlich berufstätig bin. Wo man da dann so ein bisschen die Zeit für investieren muss, dass man die Tauben dann so an der Hand hat, anstatt dass man jeden Tag sauber macht. Aber mein Schlag ist trotzdem sauber, das Milieu muss stimmen, deshalb, wie gesagt, Licht rein, Luft rein, dann hat man auch meistens einen schönen trockenen Taubenschlag. Des Weiteren ist es wichtig, die Hygiene. Man sollte den Schlag, wenn man es kann, ab und zu mal ausbrennen, also den Holzboden. Beziehungsweise immer aufpassen, immer eine Gießkanne in der Nähe behalten, dass man das alles schön sauber, wenn da irgendwann mal das Feuer fängt, dass man es schnell löschen kann. Auch noch einige Stunden an dem Tag noch beim Taubenschlag bleiben, falls sich da irgendwelche Blutnester doch entwickelt haben, dass man das schnell genug realisieren kann. Das nächste ist die Hygiene generell. Also man hat Tränken, meist aus Plastik oder Stein, Glas, die man regelmäßig sauber machen muss. Desinfizieren sollte man die eigentlich auch. Und man hat Futterrinnen, die sehen zum Beispiel so aus. Hier. Die sollte man auch regelmäßig reinigen und ordentlich sauber halten. Ja. Also ihr seht schon mal, hier sitzen die Jungtauben auf ihren Sitzecken. Das ist zum Beispiel so ein Einflug. Hier vorne habe ich offen, wegen Licht und Luft. Und hier oben gehen sie dann rein und raus nachher. Und wenn ihr denn die jungen Tauben ein Jahr alt gekriegt habt, dann ist es geeignet, dass man die Tauben dann in Zellen setzt, wie ihr hier sehen könnt. Jedes Paar hat eine Zelle. Da lebt der Vogel über den Winter alleine drauf. Und zu den Flügen werden die Weibchen immer für eine Stunde hier reingesetzt. Das sollte man schon beachten, dass man so eine Zelle für die hat. Hier werden auch Jungtauben drin gezüchtet. Wie ihr seht, sind hier Nistschalen drin, wo die Tauben dann drin brüten und das Junge ausziehen. Dann haben wir hier eine Schale, da füttert man noch drin. Die sollte man auch immer schön sauber halten. Und dann können die Jungen schön vollgefüttert werden von ihren Eltern. Man kann sich das natürlich auch einfacher machen. Wenn man Anfänger ist und nicht viel Geld hat, kann man auch Obstkisten nehmen, die übereinander stellen. Und dann geht das auch wunderbar, dass man da so eine Zelle hat, so eine Bruthöhle für die Tauben. Die Weibchen kann man einfach so halten, auf so einen kleinen Hocker. Da sind sie wunderbar zufrieden mit. Man kann sie natürlich auch noch immer in die Voliere lassen tagsüber. Dann sind sie auch glücklich. Man sollte immer frische Mineralien geben. Das sind zum Beispiel Muscheln. Da gibt es aber fertige Mischungen von verschiedenen Firmen.
Aber es ist wichtig, die jeden Tag frisch zu machen, damit sich kein Schimmel bildet und keine Pilze. Und auch beim Wasser, also jeden Tag möglichst reinigen. Also das ist wie gesagt sehr wichtig. Das Futter, da gibt es verschiedene Sorten. Einmal leichtes Futter, schweres Futter, Zuchtfutter, energiereich, fettreich. Das kann man sich alles zusammenmischen. Ja. Und dann ist es wichtig, dass man auch sich um die Tiere kümmert. Das sollte man dann auch noch beachten. Dass man die so ein bisschen an der Hand kriegt. Da gehört ein bisschen Arbeit zu, aber wie gesagt, ich mache ja bin lieber einmal die Woche sauber und mache so eine Späßchen hier mit, als dass ich sage, okay, die müssen jetzt mal sauber gemacht werden. So kriegt man die Tiere auch besser an die Hand. Dann hat man mal so einen kleinen Kämpfer bei, das macht sehr viel Spaß. Und so ist das. Ja. Hier seht ihr auch noch Jungtauben, die immer mit Frischfutter versorgt werden von ihren Eltern. Ja. Also zusammenfassend nochmal, man sollte so eine Zellen haben mit einer Nistschale nachher. Wie gesagt, man kann auch Obstkisten nehmen und daraus die Tauben brüten lassen und auch fliegen. Das Wichtige, jetzt einmal runtergezählt, immer frische Mineralien, jeden Tag frisches Wasser, Obstkisten, wo sie drinnen brüten, für die Jungen denn einen separaten Schlag, wo sie sich besser entwickeln können, wenn sie älter werden. Junge werden nach 28 Tagen in der Regel flügge, dann fressen die schon von alleine und dann kann man die absetzen und dann sollte man die in separaten Schlag halten. Und dann kann man auch, am besten holt man sich erstmal Jungtauben irgendwo, das ist ein kleiner Tipp von mir, lässt die fliegen und züchtet erstmal von diesen Jungtauben und kann dann sagen, okay, jetzt habe ich die Jungtauben hier, züchte da draus, kann die fliegen lassen, dann spart man sich ein Abteil, dann macht man einen Weibchenschlag, einen Jungtierschlag und einen Reiseschlag. Das ist eigentlich das Einfachste. Ich persönlich habe auch noch einen Zuchtschlag, wo ich nur drin züchte, wo die Tauben nicht reisen. Ja. Hoffe ich, dass das Video euch viel Spaß gemacht hat und wünsche euch viel Spaß, wenn ihr mit den Tauben anfangt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dürft ihr mich natürlich auch persönlich kontaktieren und dann wünsche ich euch alles Gute und gut Flug. Tschüss!